Sie mit der App Maptory den Spuren zukunftsweisender Karlsruher Persönlichkeiten aus den Bereichen Kunst und Wissenschaft. Hallo. Lange nicht mehr gesehen. An über 30 Orten in der Stadt überlagern sich inszenierte Geschichten und musikalische Ereignisse mit der Realität. Der User der App orientiert sich in der Stadt mithilfe eines digitalen Stadtplans. Über spezielle AR-Marker kann man in die verschiedenen Geschichten der Persönlichkeiten eintauchen. Mittels Augmented Reality werden sie auf dem iPad oder dem iPhone für den Nutzer erlebbar. Stefanie, du Wasserfee. Im Kamerabild erscheinen freie Interpretationen über das Leben ausgewählter Karlsruher Personen. Wie zum Beispiel Ferdinand Braun, der die Braunsche Röhre entwickelte. Doch, eins nach dem anderen. Wie funktioniert denn jetzt überhaupt so eine Kathodenstrahlröhre? Hier drinnen, in diesem Glaszylinder, herrscht ein Vakuum. Oder Fritz Haber, der mit seiner Entdeckung der Ammoniaksynthese den Nobelpreis verliehen bekam, aber auch den Einsatz von Giftgas als Massenvernichtungswaffe vorantrieb. Im Gegensatz zu reinen Videos scheinen die Inhalte in der Realität verortet zu sein. Entweder als schauspielerische Inszenierung, lassen Sie uns also folgende Fantasien haben ohne Grenzen, als Hörstücke mit Surround Sound oder als interaktive Grafik. Fassaden werden zu Mal- und Spielflächen. Die Idee für Maptory stammt von Bernd Lintermann. Er entwickelt Software am ZKM in Karlsruhe im Institut für Bildmedien. Die Idee kam aus einer längeren Historie heraus. Ich beschäftige mich seit einigen Jahren schon mit Augmented Reality, seit knapp 20 Jahren mit Virtual Reality. Kam bei mir der Wunsch auf, eine Inszenierung in der Stadt selber zu machen. Maptory ist auch für uns ein Experiment gewesen. Wir wollten einen Vorschlag ausloten, wie Bühne auch noch funktionieren kann. Also wir wollten von der eigentlichen Bühne, diesem einen Ort, weggehen in die Stadt, um herauszufinden, ob man den Raum, den Ort noch irgendwie besonders nutzen kann und damit auch einen anderen Personenkreis ansprechen können als den Personenkreis, der üblicherweise ins Theater geht. Doch um daraus das zu machen, war es ein langer Weg. Das hat knapp 2 Jahre, 1,5 Jahre eher intensivere Arbeit benötigt. Von der Recherche der einzelnen Personen, wen kann man überhaupt nehmen? Was sind die Besonderheiten dieser einzelnen Personen? Wie kann man das in einem Augmented Reality Format fassen? Machen wir da was Interaktives draus? Machen wir da was Inszenatorisches draus? Welche Verbindungen gibt es? Das war also sehr komplex, das Ganze in Zusammenhang zu bringen. Und viele der einzelnen Augmented Reality Realisierungen sind auch Speziallösungen. Ne? Das heißt, es mussten viele Szenen neu und anders programmiert werden. Unterstützt bei der Konzeption und der Umsetzung der App wurde das ZKM Karlsruhe unter anderem von den SWR2 Hörspielstudios und dem Badischen Staatstheater. Sowohl die Schauspieler als auch der Regisseur Florian Hertweg sind engagiert am Badischen Staatstheater. Meine Aufgabe bei Maptory war Regie, Dramaturgie und im Endeffekt das Erstellen von szenischen Inhalten für Stationen. An den einzelnen Orten haben wir uns umgeschaut, haben zum Beispiel im Falle von Clara Immerwahr ein zugemauertes Fenster gesehen in einer Fassade und haben uns dann aufgrund dieser Entdeckung am Drehort eine Szene dazu überlegt. Im Endeffekt ist es dann die Szene mit dem Abschiedsbrief geworden. Oder auch das Aspirin, das Migräneanfälle beruhigt. Man mische ein bisschen Stickstoff dazu, der das Korn und die Blumen im Garten schneller wachsen lässt. Und man erhält ein Mittel, mit dem man Tausende von Menschen ersticken, vergiften, töten kann. Fritz, was du tust, ist Barbarei. Die Dreharbeiten waren sehr vielfältig. Wir haben oftmals 2 bis 3 verschiedene Szenen und Stationen an einem Tag gedreht.
Jede Szene hat ihre ganz individuelle Herausforderung. Es gab sehr viel Greenscreen-Arbeit, es gab zum Teil interaktive Inhalte. Wir mussten manchmal Special Effects vordenken. Das hat für alle Beteiligten eine sehr große Vorausplanung gefordert. Aber es hat eigentlich immer gut geklappt. Mein Name ist Magdalena Moll und ich bin kein Kätzchen. Ich fange mit auf, nicht treffen. Das hier ist mein Lebenswerk. Nach 10 Tagen waren die Dreharbeiten abgeschlossen. Doch die Arbeit war damit noch nicht vorbei. Im Videostudio des ZKM wurden dann die 100 GB Videomaterial gesichtet, bearbeitet und geschnitten. Doch erst mit der abschließenden Programmierung war die App bereit zum Download. Noch bis 17. April kann man durch die App Maptory den Spuren bedeutender Wissenschaftler und Künstler in Karlsruhe folgen. Ideen, wie es danach mit der App weitergehen soll, hat Bernd Lintermann auch schon. Es sind gerade auch Überlegungen da, um die Arbeit einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sie in einer Ausstellung zu zeigen.